Oh, bitte nicht, ne? Schon als junge Frau war mir eines klipp und klar. Irgendwann werd ich ein Superstar. Sowas von Talent, ja, das sage ich laut, wird heute gar nicht mehr gebaut. Nirgendwo. Aber mein Weg war ein gepflasterter Misserfolg. Denn das Publikum ist manchmal so ein brutales Volk. Nur mein Großpapa war immer für mich da und er appellierte an mein Stolz. Kopf hoch hat er gesagt, denn wenn die Bühne brennt, gibt's kein Happy End. Jeder kommt mal in Not, davon geht man nicht tot. Wenn wir was riskieren, kann noch was passieren. Ach Mensch, ärger dich nicht. Kindchen hat er gesagt, ärger dich doch nicht immer so. Mein Gott, du bist halt eine Null, ne? Aber kannst ja auch nichts dafür. Detlef war mein Glück, mit ihm hab ich über Nacht eine phänomenalige Karriere gemacht. Alle haben mich lieb, was ich singe wird zum Hit und die Fans, die hab ich lieb. Wenn die meine CD kaufen, ne? Wenn die Bühne brennt, gibt's kein Happy End. Jeder kommt mal in Not, davon geht man nicht tot. Wenn wir was riskieren, kann noch was passieren. Ach Mensch, ärger dich nicht. Mein Großpapa sagt immer, wenn du denkst, du bist ein Star, dann hol ihn in dir raus. Das kann ich dir sagen, das hat mein Großvater gesagt. Hol ihn raus und werd zum Superstar. Und genau so hab ich's gemacht. Naja, wisst ihr, manchmal klappt halt der erste Anlauf nicht, so wie bei Popstars. Und tanzen hab ich auch nie gelernt und singen, naja, aber ist doch egal. Ich mach das, was mir Spaß macht. Und wer muss schon tanzen? Hauptsache die Bühne brennt, oder? Und naja, es gibt immer noch Schlimmeres. Rosen verkaufen zum Beispiel. So wie meine Familie, die jeden Abend durch die Gaststätten ziehen müssen. Aber ich hab mir gesagt, nein. Ich stehe in jeder Gaststätte auf der Bühne. Und ich hab heute Abend auch schon meinen nächsten Auftritt in der Dorfkneipe bei mir zu Hause. Ganz toll, vor 20 Leuten. Ich bin so aufgeregt, also drückt mir die Daumen, ne? Und immer schön mitsingen, heute in die. Wenn die Bühne brennt, gibt's kein Happy End. Jeder kommt mal in Not, davon geht man nicht tot. Wenn wir was riskieren, kann noch was passieren. Ach Mensch, ärger dich nicht.